So. Weiter, weiter geht's hier. Wir bekommen Verstärkung durch da, der Zug ist angekommen, ey. Pünktlich wie die Deutsche Bahn. Letzte Runde hätten wir den gebraucht. Nobody takes the Panzer. Dann mache ich das jetzt. Dann kann ich auch den hier ausprobieren. Sturmpanzer. Hört sich doch perfekt an. Einfach reinstürmen. Schrotze. Okay, der hat eine Schrotflinte. Das ist die Veränderung. Ach ja, und noch Artillerieschlag. Das ist okay. Also denke ich jetzt einfach. Wahrscheinlich ist es voll schlecht. Und wenn es schlecht ist, dann... Nee. Ich bin schlecht. Genau, wenn es schlecht ist, dann bin ich schlecht. So. Los geht's hier. Bam. Lol. Wieso kann ich nicht fahren? Hallo. Wow. Wow, Alter. Wenn die Taube raus ist, dann kann man nicht fahren, oder was? Was ist das für eine Scheiße, ey? Okay, ich glaube, ich muss mir Tipps angucken. So ein Video. Auf YouTube. Ja. Weil ansonsten, werde ich das wahrscheinlich, ja, nicht schaffen, hier mit dem Panzer gut zu spielen. Weil es kann ja nicht sein, dass, wenn du den Artillerieschlag anforderst, einfach, dass du dich einfach nicht bewegen kannst. Das geht ja so nicht. Das ist ja voll... Ey, das ist doch scheiße. Dann kommen da über Artillerie-Einschläge um dich herum. Aber der Typ mit der Panzerbüchse, der ein bisschen 50 Meter weiter vorne ist, der darf, kann ich immer anballern. Das ist so unfair. Wahrscheinlich ist der Artillerieschlag voll OP. Und deswegen gibt es da immer diesen negativen Aspekt. Und das ist so eine, wow, eine Mine. Ich will doch nur die Mine kaputt machen. Verdammt, ey, wo ist der? Lol. Aufpassen, ein Schwert! Bam! Das wollte ich. Aufpassen, Maschinengewehr! Immer wieder aufpassen. Aufpassen hier, aufpassen dort. Wir haben Flammenwerfer, okay. Alles gut. Nein, Mann. Oh, bin ich schlecht. Ich hab hier einen Sanitäter. Nein. Nein. Na, ah, komm jetzt hier, aber. Wo bist du? Null. Ach, oh, scheiße, man hat eine Shotgun, ey. Nun weil ich so schlecht ziele, ey. Mann, warum hat er sich auch bewegt? Hätte er sich nicht bewegt, dann hätte ich ihn direkt bekommen. Das ist halt so, wenn man schnell auf den drauf zielt. Da muss man halt immer hoffen, dass der Typ sich nicht großartig bewegt. Weil dann ist man immer drauf. Dann ist man meistens jetzt nicht auf dem Kopf drauf, aber man ist drauf. Und dann muss man recht einfach nur durchziehen. Und dann macht man auch... Okay, die Leute macht man dann Two-Shot. Ist ja auch nicht schlecht. Lol, der eine brennt. Ja, Mann! Ein Kill oder was? Wir verlieren Einsatzziel Bertha. Oh shit. Ich lebe hier voll gefährlich. Sanitäter gesichtet. Ah, Mann, die See. Okay, jetzt habe ich schon so viele Kills gemacht hier an der Stelle. Eigentlich sollte ich ja weggehen, aber ich will nicht. Ich will die Flagge hier erobern.
Aber weiß wie ich. Ja, der Zug fährt vor, das ist gut. Ah, oh, scheiße! Woher kam der Mann, ey? Ich hab doch gesagt, Stellung wechseln. Aber nein. Ich höre nicht auf mich selbst. Stellungwechsel wäre ja schlau. Ich bin nicht schlau, müsst ihr wissen. Ich mache so dumme Sachen. Cool. Säubert den Sektor von Feinden. Das schauen wir aber nur mit dem Panzer zu und der ist jetzt gleich auch schon down. Wir haben den Sektor gesichert. Lol. Ach komm! Kein Kill oder was? Ey, die Gegner, die sind hier noch alle. Nein! Fuck! Lol. Na! Ich mein Aim. Immer nur Kill-Assists hier gesammelt. Na endlich! Ey, hier ist man ja nicht sicher. Oh mein Gott! Na okay. Ey, das war peinlich. Oh, ich hab zwar bekommen, aber ich... Ey, komm, das war peinlich. Diese Schüsse alle daneben, ey. Wir haben Einsatzziel Bertha erobert. Da war noch einer hinter mir, oder? Hm. Schade. Maschinengewehr gesichtet. Sturmsoldat, haltet ihn im Auge. Komm in das Kampfgebiet zurück. Der musste sein. Der war einfach zu bekommen. Faltet jetzt Maschinengewehr! Da! Ein Maschinengewehr! Hm. In das Kampfgebiet zurück. Nein, ach komm, ey. Aber warum guckt er nach da? Da guckt doch niemand mehr hin. Das ist sowas von 2016. Mann. Einzige Typ, der guckt natürlich nach da. Oh shit. Nein! Ach, komm, ficken, ey, ganz ehrlich. Das war ein schlechter Tod von mir. Ich war da doch voll sicher, aber der Typ, der... Als ob das der Typ war, der mich immer angeschossen hat, ey.
Okay, vielleicht wollte er auch einen Panzer killen und er hat voll verworfen und er mich gekillt. Das schließe ich nie aus. Wir verlieren Einsatzziel Bertha. Ja, ich gebe den immer einen Schuss, dann kommt der Medic und macht ihn tot. Ja, gut. So, mein Freund, dem komme ich aber jetzt aber. Mann! Oh lol. Okay, okay. Ich verstehe. Das heißt, so schlecht bin ich ja nicht. Der hat mich nicht gekillt, der direkt vor meiner Fresse war. Das ist gut. Aufpassen, Maschinengewehr! Wir haben das Ziel. Wir haben ein Hey. Ziel, Albert. Da war doch drauf. So, jetzt kommen wir hier. Angriff. Oh. Oh, Niederhaltung finde ich. Scheiße. Nein! Mann! LOL! LOL! Ha! Wie schlecht ist der denn? Alter, ist mein Team scheiße, ey. Junge, ey, das ist doch nicht wahr. Ey, der hat den sogar gesehen und der hat nicht gemacht. Der wollte ihn wegmessern, ey. Niemals messern, Junge. Das ist dumm. Bei Battlefield 4 habe ich immer alle gemessert. Boah. Und dann passiert hier immer die Kacke. Der dreht sich um. Immer. Wenn du denkst, du kriegst ihn, dreht er sich um. Beim Messern. Das ist die Regel Nummer 1. Nie messern. Außer der ist recht vor dir. Und du musst nachladen. Aber nie so. Oh Mann. Wir haben noch 20 Soldaten. Messerkills, ja? Die Animation sieht cool aus. Aber du kriegst ja nur ein Kill mit dem Messer. Aufgerechnet. Ich denke immer so, yo, Alter, jetzt habe ich einen Kill mit dem Messer gemacht. Coole Animation. Da denke ich immer, das wäre so ein Bonus irgendwie, aber du kannst doch diese Doc-Tags und die Doc-Tags musst du ja erst richtig freischalten, damit du überhaupt ausrüsten kannst. Und ist ja eigentlich unnötig, dass du da Doc-Tags hast. Du kannst auch gar keine haben. Ich habe auch keine. Also nur die Standard-Dinger hier. Männer, wir haben verloren. Heute ist ein schwarzer Tag für das Heer und das Deutsche Reich. Das Deutsche Reich. Edelmut weichen nun dem Hunger. In den beiden Wochen seit dem Beginn der Kaiserschlacht hat das deutsche Heer 250.000 Soldaten und viele seiner Elite-Sturmtruppen verloren, ohne einen entscheidenden Sieg erringen zu können. Da die Entente ähnlich hohe Verluste verzeichnete, lag es nun an den endlich eintreffenden US-Truppen, das letzte Stück Hölle zu erobern. Schön viele Punkte. So, Angriffsbewertung. Wir müssen ein bisschen höher sein. Ja, natürlich schwere Niederlage, Junge. Wir haben das erste Match haushoch gewonnen, ja? Und du sagst schwere Niederlage. Ich glaube, das Spiel will mich doch verarschen. Never ever. Naja. Aber ich rede mich zu viel auf, oder? Ich sollte es lassen. Vielleicht gewinnen wir ja die nächste Operation.
Dann bedanke ich mich ganz recht herzlich bei euch fürs Zuschauen. Bis zur nächsten Folge von Battlefield 1. Bis dahin, haut rein!